Ich bin der Was Werner, ich komme aus dem Norden Deutschlands, genau gesagt aus Schleswig-Holstein. Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr fortschreitend schwerhörig gewesen. 2011 und 2012 ging gar nichts mehr und dann wurde ich beidseitig mit einem Cochlea-Implantat versehen. Ganz kurz gesagt, meine Eltern haben festgestellt, dass ich schwerhörig war. Haben natürlich versucht, das Beste für ihr Kind rauszuholen. Ich kriegte also Hörgeräte verordnet, die ich nicht haben wollte. Damit bin ich dann mehr oder weniger gut zurechtgekommen, bis ich dann merkte, nach der Jahrtausendwende, dass das alles überhaupt nicht mehr geht. Ich hatte vorher schon einmal überlegt, ein Cochlea-Implantat zu nehmen, beziehungsweise mich dafür interessiert. Und mein HNO-Arzt sagte damals, das ist nichts für Sie. Die Elektroden bringen nicht das, was Ihr Hörgerät jetzt bringt. So, und dann habe ich das Thema wirklich in die Schublade gelegt, bis bei mir nichts mehr ging und ich vor der Entscheidung stand, entweder Burnout, 5 Minuten später wieder. Oder aber du änderst was. Und dann war es die Entscheidung, die ich mir selber herbeiführen musste. Ich war auf dem Weg dahin, wollte dann aber wissen, gibt es denn eine Möglichkeit, wenn es nicht hinhaut, warum auch immer, zum Hörgerät zurückzugehen? Nein, ich kann, wenn ich implantiert bin, nicht mein Hörgerät wieder aufnehmen und hören mit dem Status vor der OP. Und diese endgültige Entscheidung war für mich wichtig und die musste ich suchen. Ich habe sie gefunden, habe mich implantieren lassen. Die Leichtigkeit des Hörens. Wow. Es ist. Ich könnte jetzt so platonisch sagen, platonisch ist falsch, aber bildlich sagen, es ist wie ein neues Leben. Ist es natürlich nicht, aber es ist ein. Es ist nicht beschreibbar. Die Vielfalt, das Differenzierte zu hören, rein aufzunehmen, wahrzunehmen, wiederzuerkennen, die Teilhabe, die möglich ist. Und was vielleicht manchmal bei mir überschießend ist, das Spiel mit Worten. Ich höre was, gebe meinen Senf dazu. Sachen, die ich nie konnte. Als würde ich das mein Leben lang gemacht haben. Das bringt Spaß. Das ist aber wirklich diese Leichtigkeit des Hörens. Die Entscheidung, Hörpate zu werden, ist ganz einfach das Erleben, wie leicht es sein kann, zu hören, teilzuhaben, die Einsamkeit zu überwinden, aber auch, wie viel Mut es braucht. Und wie viel Information es braucht, zu dieser Entscheidung zu kommen. Ich möchte den Menschen, die sich mit mir in Verbindung setzen, begleiten zu einer Entscheidung. Ihnen zu vermitteln, es gibt Wege, es gibt aber auch ganz wichtig den Punkt der Entscheidung. Die kann kein anderer, die kann nur der Mensch selber. Der betroffen ist. Ihn da zu begleiten, abzuholen, wo er steht, mit ihm seine Ängste kommunizieren und Lösungswege aufzuzeigen. Sei ehrlich zu dir. Sei vor allen Dingen echt und trau dich. Lass es kommen. Erzwing nichts. Setz dich nicht unter Druck. Und wenn ein Mitpatient sagt, oh, ich kann schon hören, das sind 3 Stunden, der hört anders als du. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Das ist das Beste, was du tun kannst.
Ich könnte jetzt, müsste jetzt einfach mit einem Ja beantworten, klar. Kann ich aber nicht. Ich wusste gar nicht, was kommt. Du kannst lesen, du kannst hören, also erzählt bekommen, was wirklich mit dir ist. Keine Ahnung. Und deswegen ist es, glaube ich, unheimlich wichtig, einmal seine Entscheidung zu treffen, ohne die Möglichkeit, eine Hintertür zu haben. Und dann kommt etwas. Und das lass kommen. Du gestaltest es. Aber du brauchst deine Zeit. Also die Frage, hat sich das verändert? Im Nachhinein, heute beantwortet, ja, wow. Daraus die Frage, die nicht gestellt wurde, hättest du es ja nicht früher machen, schon gemacht? Bist du traurig darüber? Nein, ich wusste es nicht. Ich musste an den Punkt kommen, wo ich mich entscheiden musste. Und das, glaube ich, ist der entscheiden müssen, zu der Entscheidung stehen, ist das Fundament auch fürs Neue Hören.